Ich gebe es auf. Herzlich willkommen zurück zu Knallhart durchgenommen. Red Dead Redemption. Ich spiele Red Dead Redemption. So you don't have to. Und befinde mich wieder mal mitten in der Prärie. Kann kein Camp machen. Das heißt, ich reite jetzt einfach zu Luisa. Luisa. Es bringt doch alles nichts. Luisa, das ist am Arsch der Welt von hier. Wo ist Luisa? Die kann mir helfen? Die ist gar nicht markiert. War das nicht hier? Nachtwachenjob. Die wird mir gar nicht angezeigt. Das ist ja eine Enttäuschung. Luisa, wo bist du, Luisa? Das gibt es doch gar nicht. Luisa, du sollst mir noch helfen. Er hat mir noch gesagt, du sollst mir helfen. Okay, ich kann aber hier nach wie vor zu The Santa. Ansonsten gibt es auch gar keine Story-Mission, ne? Nicht, dass ich hier irgendwas Wichtiges übersehe, aber... Was ist eigentlich aus Bonnie geworden? Ich dachte irgendwie, was ist denn hier lila? Amerikanische Begehrlichkeiten. Aha. Ein lila Fragezeichen. Das interessiert mich. Das muss ich mal kurz abchecken. Im Warcraft-Universum, im World of Warcraft-Universum ist lila ja nicht schlecht. Hä, wieso zeigt er mir denn jetzt nicht die Reitstrecke an? Was ist da los? Wo war das denn jetzt da? Wieso habe ich eigentlich nur 5 Schuss für meine für mein Repetitiergewehr? Reptilgewehr? Was macht eigentlich Reptile? Felix. Kennst du den noch? Monsterblockers. Hä? Ach so. Ja, du kennst ihn nicht, ne, Steffen? Weil du kein Rapper bist. Du bist kein Rapper. Du bist, ach, egal. I got nothing. So, jetzt, ich muss mich konzentrieren. Ich muss hier auf dem Pfad bleiben. Auf dem Pfad. Durch die Prärie. Wie weit ist es denn noch? Holy shit. Okay, ich versuche zu campen. Und zwar genau da unten. Hier. Perfekt. Auch unbedingt neue Klamotten. Das ist echt, das Outfit turnt mich langsam ab. Aber es gibt ja auch nicht groß was zu kaufen. Ich muss einfach nur 300 Missionen machen oder so, dann kriege ich irgendwas. Da ist das lila Fragezeichen. Beim Sheriff. Mister. She's gone. Who is? My wife. She's gone. She went out picking mushrooms in the hills. They're hanging rock and they got her. The stories are true. What'd the police do about it? Oh, about as much as you'd expect. Made me fill out a form. Beryl ain't strong, but she's a good girl. I'll see what I can do. Das hatte ich doch schon mal, so eine Mission. How do you do?
careful. Yep, we got the finest selection in the frontier. I'm thinking this whole Wild West adventure might have been the wrong decision. Man möge mich bedienen. Hey, partner. Marshal best step up post haste. Men starting to question his steel. Nichts Cooles. Was kriege ich denn hier für $3 nur? Wolfsfleisch. Oh, Wolfspelz. Richtig was wert. Guck mal hier. Und Wolfsherz. Nice. That's a fine deal. The marshal ain't no man in my eyes. A fine transaction. So. Warum hast du nichts Geiles in deinem Angebot, Typ? Und was ist der Büffeltöter? Ein Gewehr. Sehr durchschlagskräftiges Jagdgewehr. Fast nur eine Kugel, die muss also sitzen. Repetiergewehr. Nicht verfügbar. Das ist echt der lameste Shop der Welt. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Was war das hier, ne? Amerikanische Begehrlichkeit. Ja, komm, machen wir schnell. Wieso ist das Pferd plötzlich wieder braun? Verstehe ich nicht. What the fuck? Das musste ja wohl mal kurz sein. Die können nicht einfach in meine Stadt einkehren und hier rumballern. So läuft das nicht, wenn John Marston in der Nähe ist. So. Wo ist schon wieder das Pferd hin? Ich nehme einfach das hier. So, mal eben kurz einen Überfall in der Stadt verhindert, weil ich einfach auch ein nicer Typ bin. Ich kümmere mich einfach um die Leute. Ist doch auch schon wieder. Da habe ich doch schon mal eine Frau irgendwie... Eine Leiche oder irgendeine Blutlache oder so? Ich meine mich da so vage an irgendwas zu erinnern. Das war, meine ich, hier irgendwo. Das ist aber noch ein ganzes Stück hoch. Trifft den Rancher näher der Canyon Garden. Yeah. I'll help you out here.
I'm a cowboy. Stolen my family's herd. I gotta get them back. They're all I got. Immer das Gleiche hier. Jetzt habe ich doch original schon mal exakt an dieser Stelle gegen die gleichen Leute gekämpft, oder nicht? Can I have this? Hurry the hell up! Jetzt raff ich's. Das ist gar nicht das Repetitiergewehr. Kann ich das ausrüsten? Aktuelle Munition. Ah, guck mal. Repetier Karabiner. Winchester. Repetiergewehr. Aha. So. Guck mal, ich habe zwei Revolver. Ach so, habe ich den irgendwann mal gekauft? Kettleman. Hab ich den irgendwann mal gekauft? Gute Nachladezeit vom Messer, muss man sagen. Was habe ich hier? Doppelläufige Schrotflinte. Okay. Mittendrin im Kampfgebiet. Vielleicht auch nicht so super smart. Die Musik ist auch geil hier gerade. Ich kann gerade nicht reden, Leute, weil ich muss mich konzentrieren. Ihr merkt schon, ich bin gerade etwas stiller, aber es ist ja auch eine heikle Mission hier. Jetzt muss ich noch die Bollard-Bande im Tal umlegen. Ihr könnt mich nicht treffen, ich bin hinter diesem Strauch. Hey, this way!
Oh, du Ratte. Sag mal, wie Schüsse hält er denn aus? Ich glaube, das war's. Ach, das war mein Kollege, der die ganze Zeit abgeknallt wurde. Ey, ich dachte, ich befreie hier eine Frau. Okay, 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 okay. Ich würde so gern looten, aber es gibt ja sowieso nichts. Deshalb reite ich einfach jetzt wieder zurück. Und erschieße alles, was sich mir in den Weg stellt. Gehe ich überhaupt richtig? Hinter mir? Los, komm. Steig aufs Pferd, Junge. Er hat ihn vom Pferd geschossen. Er hat meine Mission vom Pferd geschossen. Und ihn... Es ist wie Westworld. Er ist dafür nicht programmiert gewesen. Er weiß nicht, was er jetzt tun soll. Vielleicht muss ich weiterreiten und er kommt automatisch. Jetzt geht er zu Fuß. Mit einer Kuh. Es ist der Wahnsinn. Original, er treibt die Kuh. Er treibt eine Kuh zu Fuß. Das geht doch, das wird doch niemals klappen. Wo denn? Ach, da. Tatsächlich geklappt. Er hätte auch auf der Kuh reiten können. Sehr gut. Aber das ist eigentlich gar nicht der Grund, warum ich hier war. Oder doch? Ich will ja eigentlich dahin. Du hast eine Waffe der gleichen Kategorie erworben. Aha. Aber wo? Ah, abgesägte Schrotflinte, glaube ich, ne? Oder doppelläufig. Eine von beiden hatte ich schon. So kommt man also auch an neue Waffen. Okay. Interessant. Eine Gazelle. Die nehmen wir mit. Das gibt richtig Geld. Schlitz, Schlitz. Bockgeweih. Und Blockfleisch. Und Blockhaut. Hallo? Pferd? Uhuhu. Das war knapp. Laufe ich denn jetzt hier richtig hier oben? Ja. Das war knapp, wäre ich fast da runtergefallen. Nein! Stopp, 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 stopp! Hä? Ich muss da irgendwie runter. Ich muss irgendwie runter. Wie komme ich da runter? Hier.
schmal hier. Sehr gut. Perfekt. So, wo muss ich überhaupt hin? Ach ja, ich wollte ja die Frau retten. Schon seit einer Stunde. Man wird ja auch immer abgelenkt, ne? Kommt man natürlich auch nicht voran. Ich will doch hier hin. Also nach Nordosten. Hier wird überhaupt nicht angezeigt, wo Norden ist. Doch, das ist wahrscheinlich der Fall. Das ist Norden. Dann ist es da. Kaktus. Da. Ich sehe es schon auf dem Radar. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, hier war ich doch gerade. Das geht so gar nicht. Da. Doch, sowas habe ich schon mal gemacht. Das ist schon mal eine Mission, so eine ähnliche Mission habe ich schon mal gemacht. Amerikanische Begehrlichkeiten abgeschlossen, okay. Tja. Ja, nun. Das war ja so mittelmäßig lohnenswert. Dann können wir jetzt... da ist Luisa. Luisa. Luisa Fortuna, da wollen wir hin. Kann ich hier campen? Bockgeweih. Oh, das gibt bestimmt mega Kohle. Sehr hohen Wert. Nice. Mittlerer Wert. Hohen Wert. Dieses Bockgeweih macht mich reich. Achso, ich wollte ja ins Camp. So, dann reisen wir jetzt zu Luisa. Luisa, Mexiko. Luisa. So schnell geht das nämlich. Im Wilden Westen, da ist sie auch schon. Der Hüter meiner Schwester. Señor Marston, Mama, Papa, este es el gringo que me salvó. Muchas gracias. My family is indebted to you. Forgive my English. What's happening? Great and terrible things. The revolution is coming. The country will be in turmoil once more. This time, we hope it's the last time. Does that seem likely? With Abraham Reyes, anything is possible. Where's your family going? My parents and my brother are headed to the hills. My sister has to flee. The army have an unfortunate way of treating women. And you? Don't worry about me, Mr. Marston. I'm living in history. I'm not afraid to die. Your nobility is almost as affecting as your naivete. I would rather be dead than a cynic like you, Mr. Marston. I would too. I know you're not really like that. You saved me. Luisa, ¿quién va a salvar a Miranda? Tenemos que llevarla al puerto. Su barco sale al anochecer. No queda tiempo. Mr. Marston, can I ask one more favor of you? Can you take my sister to the docks? We are sending her to work for a kind man in the Yucatan. She's too young for revolution. Okay. Anything I can do to help out? The boat leaves at sundown. Miranda, vamos. Oh, adiós, Miranda. Ten cuidado. Adiós. Te amo. My brother has given us his stagecoach. They are good horses.
So, warum ist da oben jetzt eine Uhr? Setzt sich auf den Kutschbock der Postkutsche. Okay. Den Kutschbock. Der Kutschbock. Das heißt Beifahrer. Let's go! Before I change my mind! Begib dich vor Sonnenuntergang zu den Docks. Da ist einfach mal ein Loch mit einem Abgrund. Natürlich. Paren! Papeles! Este camino está prohibido. What do they want now? Act normal. It's nothing to worry about. Te conozco. Eres un pinche rebelde. Disparen! No le dejen escapar! Go! Get away from him! ¡Qué demonios! So, kurzer Prozess. Und an der Stelle mache ich Pause. Cliffhanger. Denn jetzt ist noch mal kurz Werbung und dann kommen wir zum letzten Teil von Red Dead Redemption. Knallhart durchgenommen. Bis gleich.